Heute Abend muss die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder in der WM-Qualifikation ran. Anpfiff für das Team von neuen Nationaltrainer Hansi Flick um 20.45 Uhr in Island. Island, da war doch mal was. Genau, einer der TV-Momente in der Geschichte des deutschen Fußballs überhaupt. Die Protagonisten, TV-Moderator Waldemar Hartmann und der damalige Teamchef Rudi Völler oder besser gesagt Rudi Wüterich an diesem Abend. Scheißdreck, Sauerei und ein Weißbiervorwurf, der zum absoluten Kult wurde. Rudi Völler damals am 6. September 2003 in verbaler Höchstform. Das konnte man vom spielerisch trostlosen Auftreten der Nationalmannschaft an diesem Tag nicht sagen. 0:0 hieß es damals in Reykjavik und wir schauen uns noch mal die besten Szenen an. Pauling Delling ist natürlich schon eine Sauerei, was der hier sagt, das muss ich einfach mal so sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so. Das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht. Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl. Du hast 3 Weizenbier getrunken, ein bisschen locker. Ich mache dieses Interview und wir können danach die Alkoholprobe bei der Dopingprobe machen. Mit 0,0. Okay. Ja, ich bin ja nicht beleidigt, Rudi. Da ist er uns zugeschaltet, Waldemar Hartmann. Ein Moment, in dem man zum Kultstar wurde. Wie viel Weizenbier waren es denn wirklich? Also vor diesem Interview keins, denn nach meiner Kenntnis, die Weißbierkenner können mich vielleicht verbessern, gab es auf Island zu dem Zeitpunkt kein Weißbier. Auf jeden Fall nicht das, wofür ich später dann Werbung gemacht habe. Hatten Sie denn irgendwie eine Vorahnung, dass das so kommen könnte? Hatte Rudi Völler schon so ein gewisses Aggressionspotenzial, als er zu Ihnen ins Studio kam? Nein, überhaupt nicht. Aber ich wusste, dass Rudi nicht nur der Nette ist, der mit dem Schiedsrichter mal zwinkert oder mit dem Publikum mal zwinkert. Rainer Kallmund, Kalli, hat mir das mal erzählt, als Rudi noch bei Leverkusen gespielt hat. Und da gab es ein Abstiegsspiel oder so, kurz 3 oder 4 Tage vor Schluss. Und die Leverkusener waren gefährdet und da hat ein Mitspieler einen Fehlpass kurz vor Schluss sich geleistet. Und dann sagte Kalli, in der Kabine musste er dazwischen gehen, weil Rudi hätte den fast erwürgt. Also, es war schon bekannt und später hat er es ja gezeigt, in den letzten Jahren als Sportdirektor, also von der Tribüne runtergestürzt ist, auf den Schiri los, noch auf dem Spielfeld. Er ist nicht nur der Nette, der Liebe, er hat eine kurze Zündschuhe und da hat er wohl gar keine gehabt. Wie oft werden Sie noch auf die Szene angesprochen? Ja. Also jetzt in diesen Tagen, so vorgestern ging das dann los. Journalisten bereiten sich ja immer wochenlang auf so einen Termin vor. Nee, da kommen sie 2 Tage vorher drauf. Oh, die spielen gegen Island. Und dann hat das Telefon nicht mehr aufgehört zu klingeln. Und meine Frau hat gesagt, geh nicht hin. Die spielen gegen Island. Du weißt, worum es geht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Natürlich fragen mich viele, kannst du das noch hören? Ist das das Einzige, was in deinem Leben passiert ist? Dann antworte ich, frag mal Mick Jagger, ob er Satisfaction noch hören kann. Das war der Durchbruch für ihn, auch auf dem Konto und in der Musikwelt. Und so geht es bei mir. Ich hatte das Glück und habe diese Havariesituation offenbar ganz gut gelöst. Jedenfalls hat der damalige Programmdirektor der ARD mir das so gesagt. Und das hat er nicht oft zu mir gesagt. Es hat geklappt. Waldi, wir duzen uns, weil wir uns schon eine Weile kennen. Sag mal, was glaubst du, hat dieses Interview dir mehr genutzt oder Rudi mehr geschadet? Es hat keinem geschadet. Nur Rudi will das heute immer noch nicht glauben, Klaus. Als wir damals Journalisten alle zusammenstanden, wir wohnten alle im gleichen Hotel, sind am nächsten Tag dann nach Dortmund geflogen. Da hat am Mittwoch darauf das Spiel gegen Schottland stattgefunden. Wichtiges Qualifikationsspiel, dann auch noch ein bisschen erhöht, weil Berti Vogts damals der Trainer der Schotten war. Und alle Journalisten waren sich einig an der Hotelbar. Das fällt ihm auf die Füße. So kann sich ein Teamchef öffentlich nicht geben mit Fäkalsprache und. Und ich war wirklich der Einzige, der gesagt hat, seid ihr bescheuert. Der läuft ins Westfalenstadion, 71.000 singen, es gibt nur einen Rudi Völler. Und genau so war's. Das ist offenbar auch eine der ganz wenigen Male gewesen, wo die veröffentlichte Meinung, auch die Bild war in diesem Kontext, alle, die sagen, das geht so nicht. Und die öffentliche Meinung hat das gedreht, weil alle gesagt haben, endlich hat es mal einer gesagt, so möchte ich das auch mal. Vielleicht sollten das auch mal Politiker machen. Es hat ihm nicht geschadet.
Mir auch nicht, auch gar nicht auf dem Konto. 10 Jahre Werbevertrag, der handelsüblich dotiert war. Noch ein Satz dazu. Komm, weil die Sache ruhig die Summe. Es war der Million-Dollar-Satz. Verstehe, aber ein interessanter Punkt noch. Aber ich fand. Noch einen Satz dazu. Jetzt kurz vor der Europameisterschaft gab es ein Angebot einer Supermarktkette in Deutschland. Die wollten mit uns beiden eine Werbung machen. Und das wäre dann so gewesen, ich kann diesen Käse nicht mehr sehen und ich sage, ja, aber hierbei ist er günstig und gut. So, gab es auch reichlich gutes Geldangebot, aber Rudi hat nicht mitgemacht. Weil er sagt, ich kann mich nicht sehen, ich will mich so auch nicht mehr sehen. Ich habe mit Engelszungen versucht, ihn da hinzukriegen. Und nicht nur aus pekuniären Gründen, sondern weil ich sage, hey Junge, das ist 18 Jahre her, das macht dich nur sympathisch. Aber bei ihm ist es offenbar ein ganz tiefer Treffer. Er ist seriös geworden. Aber wirklich ein interessanter Punkt. Ich hab das damals geliebt und zwar genau aus dem Blickwinkel, alle sind da immer so förmlich. Ja? Jetzt wir haben das Yogi-Sprech im Kopf, jetzt kommt das Hansi-Sprech. Alle sind da immer so total ausgeruht. Also die besseren Politiker. Und das ist auch das Stichwort. Glaubst du, so eine Rede am Sonntag beim Triell könnte Armin Laschet noch retten, dass der mal sagt, wisst ihr was, ihr geht mir mit euren verdammten Umfragen auf den Senkel noch tiefer als der Tiefpunkt. Schaut euch doch lieber mal meine Politik an. Ihr Journalisten macht alles immer schlecht. Wir strengen uns an. Wir haben diesen Punkt, diesen Punkt, diesen Punkt. Hört doch mal auf, ihr alten Nörgler. Wir machen hier den Job und ihr nörgelt immer nur dran rum. Ich kann diesen Mist nicht, diesen Käse nicht mehr hören. Was glaubst du, würde mit Armin Laschet passieren, wenn das im Triell stattfinden würde? Also ich glaube, die überlegen jetzt schon, dass sie dich noch als Kandidaten aufstellen. doch noch die Pferde wechseln. Aber ganz im Ernst, Klaus, ja, ich bin der Meinung, dieses Geschwurbel, dieses positionslose Hin- und Herschwanken und jetzt endlich im Endspurt mal drauf zu kommen, worüber wir eigentlich reden sollten und mit Klartext reden sollten. Ich habe immer so manchmal das Gefühl, dass Politiker reden wie, ich sage mal, entweder oder, sowohl als auch mit einem entschiedenen vielleicht. Damit können die Leute nichts anfangen. Und deswegen sollen sie Klartext reden. Und das vermisse ich bei Armin Laschet. Und vielleicht rettet ihn das noch und die Union in den letzten Umfragen. Aber es würde dann auch höchste Zeit, ne?